Hi und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute gibt es wieder ein Aufgebraucht. Es ist wieder Ende Juli und ich würde sagen, wir starten. Ich habe hier, wie ihr schon im Titel gesehen habt, eine aufgebrauchte Tüte. Die ist randvoll und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wenn ihr meinen Haul gesehen habt, hatte ich hier die vom Action gekauft, diese Rolle und habe ja schon gesagt gehabt in dem Haul, dass ich nicht so gut finde. Ich finde die vom DM und Rossmann besser, aber die erfüllen ihren Zweck. Ich habe einmal von Balea diese Reinigungstücher aufgebraucht. Das war die Limited Edition Magic Wonderland. Genau, fand ich gut, auch vom Duft her. Gibt es leider nicht mehr zu kaufen. Dann, was ich auch leer gemacht habe, Somat Spezialsalz, genau, 5-mal mehr Leistung, genau, 1,2 Kilo. Und ja, das musste mal wieder nachgefüllt werden und es muss ich dringend kaufen. Einmal leer gemacht von Love Nature, da habe ich den Allzweckreiniger leer gemacht, Moonflower, fand ich echt gut. Der Duft ging mir irgendwann langsam auf die Nerven, deswegen bin ich froh, ich habe noch ein paar Backups von anderen Allzweckreiniger, damit tue ich meinen Boden wischen nass. Genau, und dann einmal von Love Nature Spielmaschinen Tabs All in One, habe ich einmal nachgekauft gehabt bei Aktion vom Rossmann, genau, mit diesen grünen Aufstickern. Und ja, die habe ich jetzt eingefüllt und die sind jetzt somit leer. Dann, was ich euch als Tipp nennen darf, ich kaufe schon seit langem keinen Rohrreiniger mehr. Und wenn ich mal einen kaufe, ist alles Schaltjahrmal. Ich tue meine Abflüsse mit Soda reinigen. Jetzt kaufe ich immer das hier. Kostet 39 Cent beim Rewe oder wo auch immer. Und da mache ich ein bisschen Zitronensäure drauf. Dann seht ihr, wie das sprudelt. Und dann kippe ich danach nochmal nach 5 Minuten heißes Wasser und dann ist der Rohr frei. Genau, ohne chemisches Zeug und ja, finde ich gut. Dann habt ihr auch in meinem Haul gesehen, die habe ich jetzt ungefüllt gehabt, deswegen sind die leer. Das sind die 5 Stück von den Cucumber Under Eye Pads. Ich finde die ja mega mit Gurke. Das wisst ihr ja schon und ja, werden auch immer nachgekauft. Dann leer gemacht, jetzt nicht, aber das habe ich jetzt im Badezimmer stehen, das ist dieser Bim-Schwamm, genau, und ja, habe ich jetzt auch schon getestet gehabt, ein paar Tage, und ich kann als Fazit euch nennen, ich finde ihn gut, reinigt schön, tut die groberen Hautschüppchen entfernen, die feinen sich, dann müsst ihr nochmal mit speziellen Mitteln dran, aber ich finde es nicht schlecht. Dann einmal leer geworden, von Mefolis, das Magnesium. Ihr kennt es ja schon, hatte ich ja schon nachgekauft gehabt. Dann einmal die Frischhaltefolie ist leer gegangen. Da muss ich auch unbedingt eine neue holen. Dann einmal leer gemacht, habe ich Hygiene-Spülmaschinenpflege, die habe ich beim Rewe mal gekauft gehabt. Genau, ja, fand ich wirklich gut. Also die tun sich da jetzt nichts bei Rewe, DM und Co. Also die sind alle gleich. Was ich halt Unterschied finde, ist zu diesem Toilettenpapier, da habe ich jetzt hier von Rewe, die mit Kamillenduft. Kamillenduft ist jetzt nicht so meins, aber ich finde die vom Haarclip besser, vom Stoff, vom Papier her. Könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr es findet. Dann einmal leer gemacht von Palmolive Natural, genau, von Palmolive leer gemacht, Sensitive mit Milchprotein, mit Feuchtigkeitsmilch. Duft ist mega, aber ich bin ja momentan am Aufbrauchen, meine Duschgels und so, ich kaufe auch nichts nach, da laut Code-Check der nicht so gut sein soll. Dann einmal leer gemacht von Alouette Kosmetiktücher, ja, die gehen auch immer monatlich leer. Da hatte ich jetzt den Monat nur eine Packung. Dann einmal von WC Frisch, habe ich jetzt umgefüllt. Das ist hier das mit Ananas und Blumenduft, Hawaii nennt sich das. Ja, finde ich in Ordnung. Ich bin aber Fan von dem Blauspüler, der nochmal das Wasser so blau färbt. Dann einmal Kosmetikbeutel habe ich gekauft gehabt, genau. Und ja, die ist in die Aufbrauchtüte gelandet.
Dann einmal leer gemacht und aufgebraucht, diese Energy Elixier Tuchmaske von Yuti. Das war eine rote Tuchmaske und die fand ich wirklich gut. Also wenn die noch zu kaufen gibt, dann hole ich die mir definitiv nach. Fand ich gut vom Pflegeergebnis, vom Gefühl her der Tuchmaske mega und ja, würde ich mir nachkaufen. Dann seht ihr hier einmal diese von Cucumber iPads, da habe ich euch schon die Packungen gezeigt. Dann einmal von Odomil 3, das Original, das ist milde Minze, das ist ohne Alkohol, das ist ganz wichtig für mich, da das Alkohol für mich brennt in dem Mund und unangenehm ist, deswegen das hier fand ich wirklich gut, auch vom Frische-Ergebnis. Und dann habe ich einmal das Lenore Wäscheparfüm leer gemacht, hier mit Amethyst, Blütentrauben, fand ich echt gut vom Duft. Ja, aber wenn die nicht so teuer wären, würde ich mir jedes Mal die nachkaufen. Aber für 5 Euro ist schon heftig. Dann einmal noch die von Balea, die Hydrogel-Augenpads leer gemacht, genau. Finde ich gut vom Pflegeergebnis und vom Tragegefühl. Obwohl ich nicht so die Augengel-Pads-Fan bin, aber ich fand die wirklich gut. Dann einmal leer gemacht von Mepholis Biotin 5 Milligramm. Genau, die nehme ich jeden Morgen. Ja, da müsst ihr mit eurem Arzt besprechen, ob das bei euch funktioniert. Ich habe den Haarausfall und ich beuge den mit hier ein wenig. Klar, es ist nicht komplett weg, der Haarausfall, aber damit beuge ich das so, dass es so büschelweise rauskommt. Dann einmal hier von Domol Hygienespüler Universal habe ich leer gemacht. Ja, der Duft war in Ordnung, fand ich gut. Ja, frischer Duft und ja, wird auch immer nachgekauft. Dann habe ich hier zweimal Hakle Feuchttücher, einmal die und Ultra Sensitive. Ja, die gehen bei mir natürlich auch immer mehrere Packungen leer und einmal diesen Cremeduft. Ja, muss ich nichts viel sagen, ich finde die gut. Dann einmal Fusselrollen-Nachfüller habe ich leer gemacht und aufgebraucht. Genauso wie das Schauma Kraft Vital Shampoo mit Biotin. Das Shampoo fand ich jetzt nicht so der Bringer, ich habe noch eine Flasche. Ja, würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Klar, der Schauma liebt und auch gute Ergebnisse damit hat, nimmt es weiterhin, aber für mich ist das nichts. Und laut Coach-Check auch nicht so gut. Dann einmal von Balea Antitranspirant 5 in 1 Protection. Fand ich echt gut. Finde ich echt gut. Schützt mich und ja, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Und laut Coach-Check auch nicht bedenklich. Dann habe ich hier einmal noch Recycling-Tücher. Genau, leer gemacht und ja. Werden auch immer nachgekauft. Ist egal, was das für eins ist. Dann habe ich einmal von Beauty diesen von Catrice Brow Colorist. Sieht einmal so aus. Zeige ich euch mal. Ja, den habe ich einmal leer gemacht. Das hat so ein Bürstchen gehabt. Ich fand die Farbe für mich jetzt ein bisschen zu hell. Ja. Würde ich mir aber nicht nochmal nachkaufen. Und dann habe ich einmal diesen Augenbrauen-Gel leer gemacht. Wie ihr sehen könnt, ist der leer. Ich kratze ihn auch nicht mehr raus. Der ist auch schon trocken und ja. War gut, aber ich habe noch so viel Augenbrauen und Produkte und die werde ich erstmal aufbrauchen. Dann habe ich einmal von Kiko den Eyeliner aufgebraucht gehabt, beziehungsweise aufgemacht und meine Schminktäschchen reingetan. Es ist ein Marker, der schwarz ist und wasserfest ist. Finde ich echt gut. Für Eyeliner oder für Smoky Eye finde ich ihn echt schön. Dann einmal von Yves Rocher habe ich hier so ein Mascara leer gemacht, so eine kleine Version. Ja, fand ich in Ordnung. Ja, die Bürste war auch in Ordnung. Ja, ist aber Zeit, da das so trocken ist und ich schon so lange habe. Es ist Zeit, dass es wegkommt. Dann meine geliebten Banana Beauty Lipsticks sind leer geworden. Und einmal die Farben. Ja, ich bin echt traurig. Ja, aber die müssen weg. Die stinken auch so nach Kraftstoff, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, die kommen auf jeden Fall weg. Und dann, was noch wegkommt von Rival de Loup, das ist dieser Primer hier. Den habe ich jetzt auch schon aufgebraucht gehabt. Ja, mattiert, kaschiert und Fältchen mit Poren. Und ja, gibt es, glaube ich, noch zu kaufen.
Auf jeden Fall ist es gut, aber ich brauche erstmal meine Sachen auf. Genau. So, das war's mit meinen Aufgebrauch. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Lass mir doch gerne einen Kommentar da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, lass doch gerne ein Abo da. Es ist kostenlos für euch. Und ja, genau. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ach, wenn du das noch nicht mitbekommen hast, auf Vinted bzw. Kleiderkreisel habe ich ein paar Produkte, die ich verkaufe. Schau doch gerne vorbei. Schau auch gerne auf Instagram vorbei. Da würde ich mich auch mega freuen. Und wie gesagt, noch einen schönen sonnigen Tag und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss, meine Lieben.